So, also grüß euch in Bad Datzmannsdorf. Ich bin die Konstantina Rösch, das ist der Roman Schießler, das ist der Klaus Pelikan und das ist der Christian Nagel. Der Christian ist unser Musiker, der wird dann nach der Pause und am Ende für uns spielen und singen und er ist richtig gut. Also, Ergebnis soll ja kein Schulvortrag werden. Bitte Roman. Ja. Gut, also vorgestellt bin ich schon. Mein Name ist Roman Schießler, ich bin Rechtsanwalt in Wien und werde ein bisschen was über die rechtlichen Dinge da erklären, die da sind. Ne? Wir haben es seit Mitte März mit diesem Covid-Maßnahmengesetz zu tun. Wie der Name schon sagt, also geht es um Covid. Ist eine Abkürzung für Coronavirus Disease, es geht um eine Erkrankung. Und beglückt wurden wir mit diesem Gesetz Mitte März in einem Schnellsiedeverfahren vom Parlament und ja, seitdem haben wir die Auswirkungen dieses Gesetzes zu spüren. Sehr viele Menschen, jetzt geht es ja an die Schulen heran, ne? Sehr viele Menschen sind von dem direkt betroffen. Was sind die häufig gestellten Fragen an Juristen? Ne? Was machen wir dagegen? Was tun wir dagegen? Wie gehen wir dagegen vor? Das Problem, was sich da am meisten stellt, ist, ne, dass die Behörden aufgrund dieses Gesetzes auf den einzelnen Menschen gewaltigen Druck ausüben. Jetzt, wie gesagt, zu Schulbeginn sind es die Kinder, aber auch sonst im Alltagsleben, auch am Arbeitsplatz wird da massiv Druck ausgeübt, dass man sich dem Ganzen unterwirft. Ich sage es, ich kann niemandem als Jurist die eigene Standhaftigkeit geben, das geht nicht. Jeder muss auf die Füße stellen und der Behörde irgendwie einen Gegendruck machen. Und am besten macht man das, indem man von den Behörden immer einen konkreten Verwaltungsakt verlangt. Ne? Das heißt, man sagt der Behörde, liebe Leute, ja okay, ihr wollt von mir einen PCR-Test haben, ich soll in Quarantäne gehen, was auch immer, aber da möchte ich von euch einen Bescheid haben darüber. Ne? Ich möchte eine konkrete Überprüfung der Tatsachen und Rechtsfrage haben, die dann in einem Bescheid resultiert, den man dann auch anfechten kann beim Verwaltungsgericht. Das ist das Entscheidende. Wenn ihr das in der Hand habt, kann euch kein Rechtsanwalt helfen, das geht sonst nicht. Weil nur der Bescheid ist eben der individuelle Rechtsakt, auf den unser Rechtsschutzsystem aufbaut und ja, ohne dem geht nichts. Diese Standhaftigkeit muss jeder haben, die muss jeder zu Wege bringen, damit man überhaupt irgendwas tun kann. Was soll man aus rechtlicher Hinsicht noch machen, ne? Noch sagen? Also, es ist auch schon zu Strafverfahren gekommen, ne? Da gibt es halt Personen, die sich doch ein Herz in die Hand nehmen und dann vielleicht sogar eine Quarantäne brechen. Ja. Das Problem ist halt, dass man mit einem Strafverfahren konfrontiert sein kann. Das muss man der Fairness halber sagen. Nur bedarf es dann wieder einer entsprechenden rechtlichen Vertretung, die all diese Dinge, die ich jetzt da kurz ausgeführt habe, auch entsprechend vorbringt. So, das war mal mein erstes kurzes Statement. Ich hoffe, jetzt wollen wir ein bisschen eine kleine Einführung. Fragen können jederzeit durch gestellt werden. Ich gebe jetzt das Mikrofon weiter an die Konstantina, die dann euch weiter mit medizinischen Fakten versorgen wird. Hat irgendjemand schon eine Frage? Ja, wie ist das in der Schule? Muss mein Kind getestet werden oder kann ich ja sagen, nein, ich lasse mein Kind nicht testen? Schau, das ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja. Es wird dann gedroht mit, also das Kind kann nicht in die Schule gehen, nicht in den Kindergarten gehen und mit all diesen Dingen. Ja, es gilt das Gleiche, wie ich bereits gesagt habe. Einen Bescheid einfordern, ja, von der Behörde. Ne? Immer und damit die Möglichkeit geben, dieses Vorgehen rechtlich überprüfen zu lassen. Mhm. Ob in Quarantäne gehen. Aber auch da gilt das Gleiche. Egal ob Quarantäne, Test oder sonst irgendeine Maßnahme, immer einen konkreten Bescheid einfordern, den man dann aufrechnen kann. Mhm. Das ist das Wesentliche an der Sache. Damit die Herrschaften dort merken, dass es einen Widerstand gibt. Nur aber trotzdem muss jeder Einzelne sich auf die Hinterfüße stellen. Das ist, was ich damit vermitteln will. Weil an dem scheitert es nämlich die meiste Zeit. Ne? Und wenn man ein bisschen ein Hintergrundwissen hat, ne, dann tut man sich auch leichter, Widerstand zu leisten. Und das ist eigentlich der Hauptzweck unserer Veranstaltung. Ne? Dass die Menschen ein bisschen informiert sind, dass sie ein bisschen Bescheid wissen, was ein PCR-Test ist, was der kann und was er nicht kann. Warum dürfen sie das? Warum? Weil wir sie legitimieren. Sie machen genau. Wir legitimieren sie. Also, ich meine, Fernschaut habe ich ja schon seit vielen Jahren nur mehr sehr
in Ausnahmefällen. Und seit März habe ich weder ein Radio aufgedreht, wenn, habe ich nur ein Ö1 gehört, wenn man der Rest an Zwiebel geht. Und ich habe auch in keine Zeitung mehr geschaut, ja, außer sie liegt da und man sieht das, weil ich sehr schnell gecheckt habe, was einem da entgegenquillt. Das ist verquirlter Unsinn, ja, danke, brauche ich nicht, ja. Da schauen wir mal beim Bumuckl an, weil da ist der Wahrheitsgehalt höher. Und ich rate das auch jedem, schneiden wir uns doch ab von dieser Info. Ja. Wenn keiner mehr den Fernseher auftritt, wenn keiner mehr eine Zeitung kauft, dann wissen wir gar nicht, was die da erzählen und man erspart sich auch Ärger. Also ich persönlich verzichte gern auf dieses Ärgernis inklusive Magengeschwür irgendwann dann einmal. Bei mir reicht es eh schon. Ich bin dermaßen grantig schon. Nicht wegen meiner persönlichen Situation, also die ist mir erstaunlicherweise relativ wurscht, weil ich damit von Anfang an gerechnet habe. Also man legt sich nicht mit diesen Leuten ungestraft an. Genau. Nur fachlich hat mir eh noch keiner kritisiert. Ja, das muss ich hier auch sagen. Also es hat noch keiner gesagt, das stimmt nicht, Rösch, weil Deutschstudie sowieso oder das ist das. Und das hat noch keiner gesagt. Nur, dass ich so deppert bin, aber ich meine, das mag vielleicht stimmen, ja, soll sein. Das nehme ich gerne in Kauf. Und alles andere ist Theaterton, aber das ist gar nicht so wichtig, weil es geht überhaupt nicht um mich. Ja? Da geht es auch nicht um mich als Person, sondern um das, was man darstellt. Es geht um ganz was anderes. Ja? Da geht es um Etablierung von autoritären Strukturen, meines Erachtens nach. Also ich habe das so bezeichnet, Österreich ist eine undemokratische Republik und alle Macht geht vom Virus aus. Ja? Statt Österreich ist eine demokratische Republik und ihre Macht geht vom Volk aus. Und das ist eine politische Agenda im weiteren Sinn, aber nicht eine parteipolitische, sondern eine die Menschen betreffende. Und das tut weh. Ja? Und ich gebe das zu, das ist nicht schön, wenn man da irgendwo reinmarschiert und man wird blöd angemacht. Ich meine, ich bin da relativ schmerzbefreit. Aber das bleibt keinem Einzelnen erspart. Ja? Die Kinder- und die Pflegeheimgeschichten, das waren die einzigen zwei Sachen, wo ich zugekehrt habe, dann einmal kurz. Dann habe ich gedacht, okay, gut, Schluss, rein, gut, kurz einmal. Und jetzt kriege ich einen Zorn. Und wenn, ich glaube, dass ziemlich viele Leute schon Angst haben auch, weil die einen haben Angst vor der Strafe, die zweiten vor der Polizei, die dritten vor dem Jobverlust, die vierten glauben wirklich, um Gottes Willen, wir werden alle sterben. Aber wenn diese Angst einmal in Wut umschlagt, dann sind wir schon ganz einen großen Schritt weiter. Weil ich frage die Leute schon da, also jeder, der mir sagt, er hat Angst, aber naja, ist das so schön, der Angst? Ich meine, ist das so schön, dass man Angst hat? Ja, das ist kein Dauerzustand, oder? Ich meine, wir haben alle vor irgendwas mal mehr oder weniger Angst. Aber wenn man, glaube ich, die Einzelnen, und auch so wie ihr gesagt, was ist mit den Kindern und der Schultest, wenn man da mal sagt, jetzt reicht's mir aber, ja? Jetzt ist mir das wurscht, ob da ein Bescheid von der Behörde kommt oder die Polizei. Ich sage jetzt, nein, bis hierher und weiter nicht. Und ich sage euch noch was, wir stehen alle mit dem Rücken zur Wand. Alle 8,3 Millionen Österreicher, und da sind die Leute in der Regierung mit eingeschlossen. Die stehen genauso mit dem Rücken zur Wand, weil aus der Nummer kommen die nicht mehr aus. Ne? Beschadet einmal schon gar nicht. Aus der Verantwortung lassen wir sie auch nicht. Also ich weiß ja auch gar nicht, wie sich, die können einem ja fast ein bisschen leid tun, möchte ich sagen, weil man jetzt nicht... Also kleine Mitleidsanfälle gekriegt, weil was machen die jetzt weiter, ja? Also wenn ich ein Herr Kurz bin, ich weiß schon, warum sie der nicht auf die Straßen tragen. Ja? Und das ist ja furchtbar auch. Ja? Was sind wir da hineingeraten, dass man schon so einen Grant kriegt, dass man sich denkt, wenn ich die auf der Straße sehe, aber dann wird nicht passieren, und ich möchte auch überhaupt ganz im Gegenteil nicht dazu aufrufen, weil man muss ja ein Ausstiegsszenario haben. Wir müssen ja wissen, wie kommen wir denn da wieder raus. Ich meine, wissen du es jetzt auch nicht genau, aber wir können, glaube ich, nur so eine Art so Enklaven bilden, so wie da, ja. Und wenn man da die Flagge zeigt und sagt, wir haben das durchschaut, das Spiel, ja, wir haben euch durchschaut und wir lassen uns das nicht gefallen. Ich glaube, das muss der Weg sein. Und dass das für jeden Einzelnen unangenehm ist, dass man auch aus der Komfortzone rausgeht, das ist mir völlig klar. Mir geht es da auch nicht anders. Aber wir stehen mit dem Rücken zur Wand, alle. Ja. Und wie viele Arbeitslose wollen wir denn noch produzieren? Und zu glauben, das ist super, bin in der Kurzarbeit, arbeite nur 3 Tage in der Woche, Kohle ist da, Arbeitslosengeld haben wir auch. Nein, das glaube ich aber eh keiner, dass das ein Dauerzustand ist. Ja. Und ich will auch überhaupt nicht hören, ein Fall und die Fälle.
Also ich habe immer nur Menschen behandelt. Ja, ich habe noch nie einen Fall behandelt. Und es gibt im Übrigen auch das Wort Risikogruppe nicht im medizinischen Sprachgebrauch. Es gibt so prädisponierte Patientinnen und Patienten, aber das Wort Risikogruppe, das gibt es einfach nicht. Ja. Und das brauche ich mir von einem Herrn Anschober auch nicht sagen lassen. Und was wir, glaube ich, auch einfordern müssen, auch alle, so wir alle, auch im Gespräch mit anderen, eine öffentliche Debatte. Genau. Das hat ja einen Grund, warum überall diese Demonstrationen auch stattfinden. Das ist ein Versuch der Kontaktaufnahme mit einem politischen System, das den Dialog verweigert. Und dann schiebt man die Polizei vor. In Deutschland haben sich da furchtbare Dinge abgespielt. Also ich war in Berlin selber dabei als Augenzeuge, ich habe das gesehen. Das ist auch der Versuch einer Kontaktaufnahme der Regierungen mit den Leuten über Gewalt. Ja, weil die glauben, sie kennen nichts anderes, was ja nicht stimmt. Und das Einfordern, den Dialog einfordern, dass man jetzt setzt euch einmal daher, wo sind die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, wo ist der Bundespräsident, wo sind die Amtsträger, wo sind die Parlamentarier, die sollen sich da hersetzen, ja? Genau. Und dann reden wir mal. Und nichts anderes wollen wir eigentlich in Wahrheit. Ja. Es soll, kann er niedergemacht werden oder gelüftet werden, aber ich will, dass die mit uns reden, mit allen reden. Und nicht eine Pressekonferenz hinter lächerlichen Plastikkurbeln. Ich meine, dass man im Jahr 2020 überhaupt. Es tut so weh. Dass man überhaupt im Jahr 2020 über so einen Unsinn diskutieren muss. Und ich wundere mich, wo sind die Kollegen? Sind Kolleginnen da oder Kollegen oder jemand aus dem medizinischen Bereich? Krankenschwestern, die? Ja, die sind alle irgendwo. Ja, wo sind die? Es traut sich niemand klarstellen zu nehmen. Ich sprich's immer wieder an. Ich bin anscheinend ziemlich alleine rum, glaube ich. Seit Monaten fragen mich die Patienten, was können wir tun? Dann sage ich, schalte jetzt den Fernseher aus und geht's in den Wald. Und sie bedanken sich, weil sie einfach merken, dass ihnen das eh nicht gut tut. Und die sind wirklich, die sind gelassener wie meine Kollegen und Kolleginnen. Wirklich konstruktive Diskussionen sind überhaupt nicht möglich. Und weil ich gerade angesprochen worden bin, darf ich eine Frage stellen. Bei uns steht jetzt im Raum dieses bei Verdachtsfall, ich muss mich testen lassen. Wie kann ich damit umgehen, wenn Sie kommen und sagen, ich muss mich testen lassen? Was tue ich? Außer Nein sagen. Dann schicken Sie mich heim in Quarantäne oder kriege ich dann einen Bescheid? Oder ja. Weil bis jetzt war nur ein Kollege so mutig und dann war der Verdachtsfall hinfällig und dann ist das alles wieder. Das ist ja, so. Ja, siehst du? Damit ist die Antwort schon da, ne? Jeder verlangt einen Bescheid. Und was glaubst du, was die Herrschaften dann am Abend zum tun haben? Ja. Aber ich bin jetzt dann hört sich der Blödsinn klar auf. Ne? Ja, aber wir sind kein großes Team von 15 Kolleginnen. Das Thema ist, es hat sich dann so herumgesprochen, in der Familie zu Hause sind jetzt gerade wieder 5 in Quarantäne, weil in der Firma, was war dort auch, jetzt überschneiden sich diese Quarantänegrenze. Und ich habe gesagt, hey, hört mal zu, es wird bald keiner mehr arbeiten, weil alle in Quarantäne sind. Genau so ist es. Also ist ja auch wohin spielen wir das Spiel? Ja, das ist nur, darauf kriege ich keine Antwort. Ja, das ist der, das dreht sich im Gras. Das dreht sich immer im Gras. Und genau, das ist der Punkt. Und dieser Kreis muss durchbrochen werden, und indem man sagt, genau. Wir heben das auf eine rechtliche Ebene. Ja. Wir heben das auf eine rechtliche Ebene. Ich will von euch einen Bescheid und das nächste Mal im Verwaltungsgericht wieder. Gut. Und dann diskutieren wir das dort aus. Und wenn es ein paar Leute machen, ja, und ein paar Leute mehr machen, genau, dann wird es sicher mal aufhören. Ja. Weil es wird dann ein Arztblät werden. Ne? Mhm. Können Sie mich dafür auch entlassen zum Beispiel? Was heißt entlassen? Nein, ich sage, wenn ich das Krankenhaus, das Gesundheitswesen hat ja so eigene Gesetze. Jetzt schauen Sie, sind Sie Beamtin oder der Vertragsbedienstete? Ich bin Beamtin. Naja, dann haben Sie einen. Dann haben Sie schon gewonnen. Dann haben Sie schon gewonnen, ne? Dann haben Sie da. Dann haben Sie vielleicht über Disziplinarverfahren und irgend sonst was, ne? Und dann stellen Sie das klar. Ganz einfach. Einfach, Sie sind Ärztin, nehme ich an, ne? Nein, ich bin nur Krankenschwester. Sie sind eine Krankenschwester, ne? Und Sie werden sicher in der Lage sein, das so darzustellen, dass man das dann auch prozessual und auch gerichtlich verwerten kann, ne?
Das muss man, das, schauen Sie, Sie müssen sich auf einen Streit schon einlassen wollen. Ne? Das ist der Punkt. Und das ist das Entscheidende, das kann ich als Rechtsanwalt niemandem abnehmen. Ja, genau. Weil die Gesetzeslage einfach schon sehr, für mich sehr verwirrend ist. Und da kriegst du dann einen Bescheid, da steht dann alles drinnen. Ne? Und dann kann man sich das anschauen, aufgrund welcher rechtlichen Grundlage und welcher Tatsachengrundlage und auch. Man kann mal reinschreiben, in den Bescheid soll er drinstehen, ob der PCR das taugt, ne, oder nicht taugt. Ne? Verstehen Sie, das muss ja auch drinstehen, ne? Weil diese Diagnostik, die Sie anwenden, die wurde ja auch überprüft haben in dem Bescheid. Ne? Und wenn wir das Ganze in dem Bescheid, wenn wir uns dann anschauen, ne? Rechtlich und auch Text von dem, plus ja. Beipack und so weiter und so fort. Und mit diesem Bescheid gingen Sie dann eine Stufe Etagerecher. Ne? Das ist das einzige Konzept, was irgendwie wirkt. Ich meine, Sie werden natürlich einen Terror erleben, das ist klar. Das, mit dem müssen Sie fertig werden. Das kann Ihnen keiner wegnehmen, das kann Ihnen der beste Anwalt nicht nehmen, aber das ist der einzige Weg, den es gibt. Ne? Also der einzige Schmerzpunkt im Moment ist diese verpflichtende Impfung fürs Gesundheitswesen. Das ist das einzige, wo ein paar Anspringer sagen, das lassen wir aber nicht. Also das ist so die Grenze, auch die Ärzte. Naja. Ja, mich wundert, dass die Kollegenschaft da auch so abgespalten ist, weil wer hat denn von euch bitte schon einmal von einem PCR-Test gehört davor? Keiner. Und wisst warum? Also ich meine, das Fachpersonal schon, aber wisst warum nicht? Weil das eine Spezialuntersuchung ist, die man nur macht, wenn man, erstens braucht man mal einen kranken Menschen, ja, einen echt kranken Menschen, mit einem Infekt unklarer Genese. Eigentlich ist das die Hauptsache, die man macht. Also der hat Fieber, der hat hohe Entzündungswerte, dem geht's schlecht. Und man schreitet ja zum Äußersten und geht zu den Menschen hin und sagt, wie geht's da? Weil wenn einer Fieber hat und der sagt, passt eigentlich eh, dann brauche ich da nicht weiter suchen. Aber jetzt angenommen, wir haben bei einem kranken Menschen schlechte Werte, dem geht's schlecht und man weiß nicht, warum. Dann gibt man mal als erstes, was macht man, Antibiotikum. Ja, das tut man einfach empirisch. Ja. Und dann wird es eh meistens besser und wenn nicht, ja, dann denkt man sich, okay, wo ist die Ursache? Jetzt suchen wir da mal weiter. Und dann gibt es noch ein, zwei, drei andere Sachen, ja, die man zuerst anschaut, um einen Erreger zu finden. Und dann kommt vielleicht einmal irgendwo ein PCR-Test. Aber dann habe ich ein klinisches Korrelat, also ich habe einen kranken Menschen, ich habe die schlechten Werte und ich habe was in der Therapie nicht funktioniert. Und dann mache ich das. Aber ich mache doch kein Screening, ob irgendwer akut krank ist. Ich meine, bitte, wie pervers ist das? Ja? Es macht ja Sinn, einen Screening zu machen auf jemanden, der Bluthochdruck hat, ja? Oder Herzrhythmusstörungen oder hohe Cholesterinwerte oder Zucker, weil das merkt man tatsächlich länger nicht. Da macht es dann Sinn, wenn ich sage, ich mache jetzt ein Screening-Programm, aber auf eine akute, saisonale Atemwegserkrankung, dass ich mich überhaupt über das unterhalten muss, ja, im Jahr 2020, wo man auf den Mond fliegen kann und was weiß ich, und Rocket Science macht mit Leuten, die studiert haben, die habilitiert sind, das macht mich schon richtig unruhig. Der spürt uns jetzt. Für uns alle ist es noch ein langer Weg, zu dem zu kommen, wo wir uns wieder gemütlich und wohlfühlen können in einer Gesellschaft. Da habe ich vor ein paar Jahren einen Song geschrieben, der passt da ganz gut. Und ihr könnt es auch gerne mitklatschen. Es ist heißt The Long Way. Up the long way up the mountain.
Irgendjemand was sagen oder fragen oder sollen wir was bespielen? Ja, ich habe noch eine Frage. Wie ist das bei uns in der Firma? Ich arbeite im Hotel als Ordinationsassistentin und der Tourismusverband kommt einmal in der Woche und testet das ganze Personal. Ich bin zwar die Einzige, was ich nicht testen lasse. Und ja. Und jetzt ist die Frage, kann mich die Chefin, der Chef, kann mich die kündigen, weil ich das verweigere? Oder kann ich dann, ist das ein Kündigungsgrund? Nein, eigentlich nicht, oder? Glaube ich nicht. Ne? Ich hoffe, der Tourismusverband, wer kommt der Tourismusverband? Der Tourismusverband, also es kommt schon ein Arzt, aber das geht vom Tourismusverband aus. Du, gekündigt sein kannst du immer. Das ist leider so, zum fürs Kündigen braucht man keinen Grund, außer man ist Vertragsbedienstete bei einer Gebietskörperschaft. Ja. Ne? Da ist es ein bisschen anders, aber in normalen Privatwirtschaft kann man immer gekündigt werden. Ne? Okay. Nur fürs Entlassen braucht man keinen. Ne? Das ist so kein Grund. Naja, aber, ja. Aber ja. Kündigt und entlassen ist ein Unterschied. Das ist nicht dasselbe. Gekündigt werden kann man immer. Das ist so. Ja. Vor dem kann dich kein Anwalt schützen. Das geht nicht. Kündigen geht immer. Das muss man einfach so sagen. Was sagen die Kollegen? Finden die das okay oder sind die gut? Ja, wie das angefangen hat, sagt, ja super, zweimal jede Woche Test, full klasse. Und dann und ich es dann immer schieben in der Serie und so sage ich, bitte wissen Sie überhaupt da Bescheid. Und dann habe ich mir angefangen zu reden, nein, um Gottes Willen, sage ich, jetzt ist schon spät, jetzt seid schon Test. Ja, das ist ja das Typische, es fehlt das Wissen über das, worum es da eigentlich geht. Ne? Ja. Das wird schamlos ausgenutzt. Vielleicht sollte man diesen ganzen Test Menschen auch sagen, ob sie eigentlich glauben, dass das gratis ist. Das zahle ich mir alles. Das ist ein enormes Geld, was da ausgeschmissen wird. Jetzt wird so ein Theater gemacht um jedes EKG, das der Hausarzt macht, weil das ist teuer und das kostet Unsummen. Ja? Und ich meine, das Geld kommt nicht aus dem Bankomaten. Vielleicht glauben das noch manche Leute, aber vielleicht geht es, wie der Roman immer zu sagen sagt, über die Maut, dass man den Leuten sagt, glaubt ihr eigentlich, dass das gratis ist? Das Schlimme ist, dass das mit der Regierung bezahlt. Naja, du weißt, was ist, ja? Eine Frage für die ganzen Strafen, was ja heute wieder kolportiert worden ist, Strafen für die Schützer mit Nichteinhaltung jenseits der 30.000 Euro und so Sachen. Inwieweit ist das rechtlich haltbar oder was können wir wirklich tun? So was in der Zeitung steht und im Fernsehen ist, das ist so viel wie Betthupferl, Bababam, Bumuckl, Wahrheitsgehalt, ja, und den Rest Roman. Naja, da gibt es ebenfalls die gleiche Antwort wie sonst. Ne? Das sind Bescheide, das sind Verwaltungsstrafen, die man bekämpfen kann. Ne? Da steht dann bei jeder Verwaltungsstrafe, ne, haben sie einen Bescheid und da stehen die Rechtsgrundlagen drinnen. Und den kann man genauso anfechten wie was andere. Ne? Wie gesagt, es gibt immer dasselbe. Wenn man sie nicht wehrt, dann wird man geschröpft. Ja, nur so ist es.